ganz sauber sind wir bei dieser Einrichtung noch nicht gewesen, aber das ist ein Sonderfall. Also für den Fall, dass A gleich B ist. Wenn A gleich B ist, dann wäre Q ja 1 und dann könnten wir für Q keine Primfaktorzerlegung angeben. Aber den Fall kann man, ja, den schreiben wir jetzt nicht extra hin, den kann man rausnehmen und sagen, wenn A gleich B ist, naja gut, dann sind alle MPs gleich NPs. Wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung und damit gilt auch das da. So. Ja. Was ist denn, wenn die Teiler fremd sind? Da stimmt es doch nicht. Wenn die Teiler fremd sind, ja, dann kann auch die eine die andere nicht teilen. Ja. Ja, nur wenn wir dann oben, wir haben ja nur was über die Exponenten geschrieben, nicht über die Zahl selbst. Ja. Wenn A B teilt, das heißt, da setzen wir schon mal voraus, die sind nicht teilerfremd. So, dann gilt das da. Und jetzt vielleicht betrifft Ihre Frage eher die umgedrehte Richtung. Wenn das da gilt, dann zeigen wir jetzt, dass A B teilt, das heißt, dass sie nicht teilerfremd sein können. Okay? Schauen wir mal, ob das so ist. Ja, wir sind ja noch am Beweisen. Wir sind am Beweisen. Das ist auch so eine komische deutsche Formulierung, die es eigentlich gar nicht gibt. Ne? Am Beweisen sein. Das ist eine Verbform, die existiert eigentlich gar nicht. Ich bin am Arbeiten. Heißt ursprünglich, ich arbeite. Okay. So. Jetzt nehmen wir mal die Rückrichtung. Bei der Rückrichtung gehen wir jetzt davon aus, dass das da gilt und dann zeigen wir, dass AB teilt. Es gelte MP kleiner gleich NP für alle P, für alle Primzahlen. Ja? Gelte MP kleiner gleich NP. So, jetzt gehen wir gerade den Rückwärtsweg. Wenn MP kleiner gleich NP ist, dann existiert KP aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0 mit MP plus KP gleich NP. Ja? Wenn MP kleiner gleich NP ist, dann muss es irgend so ein Zwischen-KP geben, sodass wenn ich auf MP KP drauf addiere, NP rauskommt. Und falls MP und NP gleich sind, ist mein KP 0. So. Jetzt nehme ich mir mal diese ganzen KPs und bastel mir ein Q. Sei Q gleich. Ich nehme mir mal all diese KPs und bastel mir ein Q draus, indem ich die Primzahl nehme, hoch dieser KPs und die Primfaktorzerlegung bastel. Dann habe ich mir mein Q gebastelt und dann mache ich mal das Folgende. Ja? Ich multipliziere einfach mal A mit Q. Dann gilt A mal Q ist gleich, das ist nämlich die Primfaktorzerlegung von A. P hoch MP mal die Primfaktorzerlegung von Q, P hoch KP. Jetzt kann ich die ja hier oben addieren, die Exponenten wieder, ne? MP plus KP. Und jetzt weiß ich, MP plus KP ist gleich NP. Und siehe da, es kommt B raus. Daraus folgt, weil A mal Q gleich B ist, dass A B teilt. Mm-hmm.
So, denken Sie mal kurz drüber nach. Fragen, ja? Zwei Fragen. Erste, ist es unbedingt nötig, das zu machen, weil es ist ja schon diese Länge nichts anderes als die, die Rückschreibung, von dem wir so vorher gemacht haben. Also es ist jetzt in dem Sinne kein direkter Beweis, weil wir ja jetzt einfach davon ausgehen, dass das eine Idee ist, uns somit so ausdrücken, dass natürlich B dann der Teil davon A ist. Nochmal? Also es ist ja nichts anderes, als wir das andere umlegen. Genau, deswegen haben wir jetzt die Äquivalenz bewiesen. Aber braucht es was? Wenn wir es nicht machen würden, hätten wir nur die eine Richtung bewiesen. Oder man kann jetzt versuchen, ob man hier Äquivalenzumformungen hinkriegt. Ne? Also das gilt genau dann, wenn das hier gilt. Okay. Dann ist das hier vielleicht auch noch eine Äquivalenzumformung. Gut, das hier gilt auch genau dann, wenn das da gilt. Mal kurz überlegen. Ich glaube, hier hätte ich Probleme, genau dann Wendumformungen hinzukriegen, zwischendrin. Dass ich sagen kann, MP plus KP gleich NP, genau dann, wenn KP größer gleich 0. Weil die andere Rückrichtung gilt nicht, wenn KP größer gleich 0. Bedeutet das nicht MP plus KP gleich NP. Also ich müsste sozusagen von hier bis dort überall Äquivalenzumformungen hinbekommen. Dann kann ich mir die Rückrichtung sparen, weil dann habe ich die Äquivalenz direkt gezeigt. Hier unten hätte ich Bedenken, Äquivalenzumformungen hinzuschreiben. Deswegen habe ich es getrennt in eine Richtung und andere Richtung. Das heißt, die Bedingung für die Aussagen, Sie können aber von hier nicht dahin äquivalent umformen, oder? Ja, das nicht, das ist ja eine Aussage. Also für die Aussage MP, ach so. KP ist MP. Ach so, und dann haben Sie und. KP, genau. Ja, okay. Ja. Ja, okay, doch, stimmt, ja. Ja. Genau, Sie könnten es auch wahrscheinlich, ja doch, Sie könnten es auch direkt mit Äquivalenzen zeigen, wenn Sie hier ein UND stehen haben. Ja. Ja. Okay. Könnte man auch direkt zeigen, ja.